Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Video schon gelesen habt, wir sind in Irak. Genau gesagt in Erbil. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Es wird eine geile Foto. Oder, Amir? Das wird eine Street-Foto heute. Mit dabei, Laszlo. Was soll? Wir haben hier 40 Grad. Wir sind in Irak mit Shemseddin. Der erste Spot ist Falafel. Wir werden jetzt Falafel essen. Das hier ist ein sehr beliebter Spot, um Falafel zu essen hier in Erbil. Erbils erste Stelle für Falafel. Da wird das Brot zubereitet. Oha, man kann das hier einfach selber belegen. Guck, die Leute belegen selber hier essen. Du kaufst die Chips an der Kasse. Das war's mit den Chips. Das war's dann mit den Chips. Und dann bestellst du den Falafel. Guck mal, die werden immer mit Gurken und Tomaten belegt. Einfach Stromausfall gerade mitten in der Aufnahme. Okay, ihr seht, unsere Falafel mit Gurken und Tomaten. Eine Amber-Soße. Das ist Mango mit Senf. Bismillah. Die Soße ist sehr ungewohnt. Moment. Und die Falafel schmeckt noch ganz anders. Und das ist auch eine Soße hier, die ich sehr beliebt. Das ist einfach Saas. Das ist einfach Soße. Probieren wir mal den Saas. Ist eine gute Falafel. 8 von 10. Was sagst du da so? Frisches Gemüse, ein frischer Falafel, der vor deinen Augen gemacht wird. Für 20 Cent ist das eine 10 von 10. Und Moment mal, was haben wir bezahlt? 20 Cent. 10 von 10. Ich nehme alles zurück. Genauso muss eine Folge anfangen. Was ich auch krass finde, hier wirst du nicht mal gefragt, ob du bezahlt hast oder nicht. Hier schämen sie sich wohl, sowas zu fragen, weil es hier voll selbstverständlich ist, dass du zahlst, weißt du? Natürlich sollte es überall selbstverständlich sein, aber ich habe jetzt gegessen, theoretisch könnte ich auch abbauen, wenn ich will. Auf zum nächsten Spot. Sowas habt ihr bestimmt auch noch nie gesehen. Normalerweise Dosen öffnet man halt, wie man sie halt öffnet, so, ne? Aber hier machst du so und dann ziehst du es auf. Und dann ist es offen. Krass, oder? Das ist ein Mechanismus, den hat Hassan Einstein erfunden. Das ist ein Soft-Eis. Jetzt bestellen wir direkt eins. Du kennst das wie? Das ist frisch. Wie bei MC Donald. Okay, dann probieren wir mal das Soft-Eis hier. Boah. Boah, auch gut. Schmeckt wie bei McDonald's. Jetzt probiere ich mal das Eis. 10 von 10. Wir haben hier auch Kinder-Schokolade. Wir haben hier Buono-Eis und Sniper. Wie klein der ist, ohne schon? Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wir essen jetzt Gas. Was ist ein Gas? Ein Gas ist der bekannte Döner. Aber wir nennen das Gas. Warum denn? Frag mich nicht, Bra. Okay, dann will ich ein Gas. Ein sich den Spieß. Warum wird der Spieß so gebrannt und nicht gerade? Weil das auf Kohle gegrillt wird. Ah. Es freut mich, dass Drake euch gefeiert bei der letzten Foodtour. Deswegen habe ich ihn heute wieder engagiert, die Voice-Over zu machen. Also Leute, falls ihr es noch nicht kamt, hier ist ein großer Kühlschrank draußen. Denn in Irak ist es normal, dass es manchmal Stromausfälle gibt. Und deswegen haben wir einen riesen Eisberg mit Getränken, dass man auf jeder Zeit kalte Getränke hat. Homeboy, du musst Kalk trinken, Junge. Okay, wir haben ein rapartiges Ding bekommen. Ich dachte, wir kriegen ein Fladenbrot. Da drin ist Knoblauchsoße. Es sieht jetzt nicht so besonders aus, aber ich mach's für euch. Auf eure Lebensmittelvergiftung. Bei drei beißen wir zusammen rein. Eins, zwei. Schmeckt wie eine Shawarma-Rolle, nur dass du noch diese Grillaromen hast. Weißt du, was ich meine? Hat jemand einen Moment gestellt? Das schmeckt gut. Kann man machen. Okay, jetzt probiere ich das Sandwich. Es ist sehr lecker. Sehr gut. Und nein, du musst schön reinbeißen, also. Nein, ich hab doch schon probiert. Nein, schön reinbeißen. Das Brot zählt nicht. Okay. Und wie schmeckt's? Wie eine simple Shawarma-Rolle. Wir haben für 3 Sandwiches 3 Euro gezahlt, plus Getränke noch. Da kann man nicht meckern für eine Lebensmittelvergiftung. Auch zum nächsten Spot. Jetzt holen wir uns einen Drink und ich wurde gerade fast überfahren. Hast du Bock auf Honigmelone, John? Oh ja. Oh, schön Honigmelone mit Eis. Mit Eis? Also Eiswürfel. Ah, mit Eiswürfel auch gut. Schön mixen, mein Bruder. Vielen Dank. Und fertig sind die Honigmelonen. Jetzt kommen noch 2 Strohhalme rein. Sipas. Ah, vielen Dank. Dankeschön, mein Bruder. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, wie das Smoothie schmeckt. Los geht's. Boah, das ist geil. Das ist richtig geil. Naja. Er hat halt sehr viel Zucker reingemacht und Eiswürfel. Probier mal, Leute. Er ist echt zu süß. Nicht für jedermann, aber ich find's trotzdem geil. Hate nicht, sag es geil. Das ist das Beste, was ich je getrunken habe. Ich habe noch nie was Besseres getrunken. Nee, ich bin den auch wirklich sehr lecker. Honigmelone als Drink habe ich so auch noch nicht getrunken. Aber ich hatte mal Wassermelone als Eis, der Geschmack draußen. Ich würde sagen, ich trinke jetzt meinen Drink aus und dann gehen wir zum nächsten Spot. Die Sonnenblumenkerne, Can, die werden ja aufgewärmt, damit die frisch schmeckt. Da ist so eine kleine Flamme drin und weißt du, worauf das besteht? Groß. Aus einer alten Waschmaschine. Aber es schmeckt wirklich gut. Krass, ne? Wie ihr uns schon wieder erkennen könnt, ist es mittlerweile dunkel geworden. Aber darauf haben wir gewartet. Denn jetzt fängt der Abend erst an. Die Leute machen jetzt erst ihre Foodtrucks auf. Oder ihre Foodstände, weißt du, ich meine. Die Straße ist abgesperrt. Mal gucken, was wir noch fetzen können. Das hier ist keine Foodtour, das hier ist eine Challenge. Wer als erstes Lebensmittelvergiftung bekommt. Vielleicht habt ihr uns noch nicht geglaubt, aber das war wirklich meine Waschmaschine. Guck mal, die machen wieder Check-in-Deck. Das sieht aus wie Enchilleköfte. Wie heißt das in eurer Sprache? Das heißt Kupa. Kupa. Können wir dich angucken, als ob wir Dings Hollywood-Aufnahmen machen. Die denken, das Galileo-Team ist hier. Wir sind das erste Team, was sie auf dieser Straße aufnimmt.
Das macht mir meine Mutter auch oft zu Hause. Das liebe ich sehr. Das habe ich in meiner Kindheit immer gegessen. Liebe Grüße an Bidrans Mutter. Hat uns immer für einen Zehner ein paar Kilos davon fertig gemacht. Heute essen wir das in XXL irgendwo in Irak, Alter. Wink in die Kamera, wink. Das ist live. Dann wollen wir mal gucken, was sie hier drauf haben. Kam gerade frisch aus der Fritteuse und jetzt gehen sie in den Magen. Bismillah. Eine Teigbombe. Etwas in meinen Augen zu dick. Hätten die ruhig ein bisschen kleiner machen können. Aber saftig. Wir nehmen noch ein Biss. Frische Gewürze drin. Schmeckt gut, aber ich finde, unsere Inchel-Köfte schmeckt besser. Oh, willst du mich verarschen? Willst du meine Kultur beleidigen oder was? Nein, ich habe gesagt, ist okay, aber ich kenn's halt besser. Auf zum nächsten Spot. Jetzt gerade befinden wir uns hier beim kurdischen Subway. Hier gibt's tausend Arten von Wraps, Bruder. Es gibt verschiedene Fleischsorten, verschiedene Soßen, es gibt alles. Weißt du, was ich meine? Und hier bestellen wir jetzt was Leckeres. Was sieht denn für dich so am leckersten aus, Laso? Hier gibt's tausend Sachen, Bruder. Lass mal ein Hähnchen-Sandwich bestellen. Guck mal, wie schaumig, Bruder, dieser Ayran ist. Am liebsten würde ich einfach meinen Kopf da reinstecken. Es fließt einfach unendlich aus dieser Kanne. Endlich. Guck mal Leute, hier ist Ayran. Aber das Besondere an diesen Ayran ist, das ist Kamelmilch. Alter, was passiert hier? Achtet mal, die holen sogar das Brot frisch von da hinten raus. Eine Streetbäckerei. Alter, es ist so heiß. Ich habe noch nie so eine Streetbäckerei gesehen. Frisch wird hier groß geschrieben. Was haben wir hier drinne? Truthahnkeule. Ah. Bismillah, rein damit. Boah, Alter, ist das saftig. Schaut euch das an. Noch ein Biss. Wisst ihr, wie das schmeckt, als würde dieses Truthahn gerade geschlachtet worden sein? Hinter dem Bäcker. Was sagst du zum Preis, John? 1 Euro? 1 Euro? Sage dazu Lebensmittelvergiftung. Bruder, das schmeckt so saftig, wallah. Ich gehe nie wieder mehr Subway, ich komme immer hierher. Alter, schaut euch das an. Hier gibt's alles, was du willst. Die haben ja einfach alles. Ich fühle mich gerade wie im Scharaffenland. Frisches Fleisch. Hier werden wir jetzt Adana essen. John, ich habe für dich was ganz Spezielles bestellt. Was denn? Lass dich einfach überraschen, Bruder. Okay, das ist okay. Eine Art Fett. Das hat sehr viele Proteine und Vitamine, Bruder. Sehr lecker. Okay, habe ich Bock drauf. Schau mal, John sitzt da hinten und er hat gesagt, wir sollen bestellen, weil wir uns auskennen. Wir werden ihn jetzt pranken, wir werden jetzt Hoden bestellen. Der kriegt leckere Hoden von uns. Jetzt werden wir das bestellen und ihm sagen, das ist eine sehr leckere Spezialität. Ich sag dann einfach, das ist Lammfett oder so. Das ist der erste echte Prank. Wir sind schon den ganzen Tag am Laufen, es wird auch mal Zeit, den Sitzen zu essen, so wie es sich gehört. Mit unserem Bras. Guck mal, John, das Essen ist jetzt fertig. Ich zeige dir jetzt die leckerste Spezialität hier. Die ist sehr, sehr berühmt, Bruder. Okay. Also das hier, John, das ist das Leckerste, was es hier gibt. Vitaminreich, proteinreich, für deinen Körper eine Bombe. Das ist so eine Art Fett vom Lamm. Okay. Das schmeckt aber unnormal. Gib mir mal ein Stück davon. Willst du mit Brot oder ohne? Ja, mit Brot. Okay, dann wollen wir mal probieren. Bismillah. Bismillah, euch auch so zum ersten Mal. Schmeckt's? Gut. Wie kann ich das erst erklären? Es schmeckt etwas wie Leber. Wie unsere türkische Leber, weißt du oder nee? Hühnchenherze von der Konsistenz. Ah. Ja, Mann. Das wollen wir nicht aufklären. Sind das Hoden? Das sind Hoden. Bruder, Mann. Sag Wallah. Bruder, das sind Hoden, Wallah. Wieso macht ihr so, Jungs? Ja, aber warte, du schmeckst immer erst schon. War okay, Bruder. Ja, hast du noch jetzt mit dem Gedanken, Bruder. Oder gerade hast du gesagt, war richtig lecker, schmeckt wie Hühnerherz. Jetzt habe ich Eier gegessen, Bruder. Bruder, du hast einfach Hoden im Mund gehabt. Ihr habt aber auch alle Hoden gegessen. Gib mir was Besseres, Bruder, gib mir was Leckeres. Das schmeckt aber wirklich nach Lamm. Ist okay, ne? Bruder, ich will nichts mehr mit Hoden zu tun haben, Bruder. Habt ihr mich gefickt, Bruder? Jungs, also, Bruder, das hier ist ein Adana. Das nennen wir Kebab. Aber das kennst du unter Adana. Es sieht aus wie ein Adana, aber es schmeckt ganz anders. Komplett anders. Und das haben die jetzt auf der Straße. Streetfood-Style. Ich vertraue euch nicht. Am Ende ist das irgendwie Kuh, ihr wisst schon, was ich meine. Ganz zum Hackfleisch, komm. Dann ein bisschen Zwiebeln. Tomate. Verarsch mich nicht, Tomate. Ne? Petersilie magst du nicht? Nein, nein. Mach zu. Bismillah. Das ist geisteskrank. Mit Abstand mein Lieblingsessen hier. Ich sag's euch, wie es ist. Hackfleisch mit Fett, Tomaten, Zwiebeln, warmes Brot. Rein damit. Das ist eine 10 von 10. Das ist mein persönliches Lieblingsessen. Das ist Lammfleisch, John. Komm, wir probieren auch nochmal das Lamm hier. Frisch auf dem Spieß. Frisch geschlachtet, direkt auf den Grill gepackt. Bismillah. Das ist okay, aber das ist mit Abstand das Krasseste. Ich muss mir noch eins davon machen. Meinst du den Hoden? Nein. Kebab, Tomaten, zack. Und Zwiebel. Und Zwiebel. Und rein damit. Achso, ich schieße meine Augen damit raus. Mein persönlicher Favorit war Hoden. Auch zum nächsten Spot. John, jetzt kriegst du eine Frucht, die hast du nirgendwo anders gesehen. Achte mal. Das sind doch ganz normale Gurken, Mann. Willst du mir weismachen, dass das eine Gurke ist? Das ist Kevin die Seegurke. Kevin, berühren! Guck mal, die ist haarig. Fass mal an. Das erinnert mich an, naja. Ihr habt mich gerade Hoden essen lassen und jetzt essen wir sowas essen. Oder sogar die kurdischen Gurken sind hier behaart. Sag mal. Jetzt probieren wir mal das Ganze.
Es sind halt stinknormale Gurken. Meinst du ernst? Ja. Das schmeckt doch nicht nach Gurken. Die schmecken echt krass. Das sind die besten behaarten Gurken, die ich jemals gegessen habe. Die sind unnormal lecker. Erst recht mit zum Markt. Das hier gibt es leider in Deutschland nicht so. Aber immer wenn ich hier bin, hole ich die. Ich kaufe die mir, bra. Wie heißt das? Wie heißt es? Das heißt Rusi. Das war's mit der Streetfood-Tour in Kurdistan. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann lasst einen Kommentar da. Und noch eine Sache. Viele wollten wissen, wie es mit meiner Hochzeit ausgegangen ist. Jan und ich sind hingegangen. Wir haben ihr Vater kennengelernt. Wir waren bei ihr zu Hause. Wir haben ein bisschen gequatscht. Und nächste Woche zeigen wir euch weiteres dazu. Bis dann. Tschüss.